Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Heute werde ich euch das neue Spiel Startup Company vorstellen. Das werden wir jetzt ein bisschen spielen. Werde ich jetzt ein paar Folgen rauskloppen. Wahrscheinlich, wenn alles klappt, wären das jetzt die neuen 12 Uhr Folgen. Klappt heute zum aktuellen Tag, wo die Folge kommt, leider nicht, denn ich habe es gerade 13.37 Uhr zur Aufnahme. Bis das Video hochgeladen ist, keine Ahnung. Denke ich mal, dauert es noch ein bisschen. Aber ich wollte euch trotzdem heute schon mal eine Folge präsentieren. Ich habe auch schon ein bisschen reingetestet, um halt Aufnahmeprogramm drauf vorzubereiten. Das Spiel drauf vorzubereiten. Ich habe auch schon ein bisschen getestet. Ich habe auch gerade schon ein, zwei Videos geschaut. Damit ich so etwa eine Ahnung habe, worüber es geht. Es ist also hier ein Spiel, wo du halt deine eigene Firma ausbauen musst. Gibt es für 10 Euro bei Steam. Habe ich mir auch gerade geholt. Ich hatte erst eine Version zum Testen. Ja, fand ich ganz gut. Hat mich direkt angesprochen. Die ersten 10 Minuten habe ich gedacht, komm, jetzt holst du es dir auf Steam. Ist erschienen am 11.8., also gerade mal 3 Tage alt das Spiel, also noch relativ frisch. Das heißt, wenn noch Fehler auftauchen, es ist relativ neu. Also bisher ist mir da gerade noch nichts aufgefallen. Das ist, wird auch als Beta noch deklariert. Startup Company Beta 12.4. Das heißt, ich denke mal, ich habe auch schon Mods drin. Hier so ein Real-Time, genau. Einfach mal zum Testen, ob das funktioniert. Habe ich gedacht, komm, Steam Workshop. Gönnst du dir die 1,25 MB? Das Spiel hat auch nur 100 MB, ist auch nur 100 MB groß, also voll geil. Für meinen Nintendo natürlich. Aber ich quatsche jetzt nicht mehr lange um. Wir starten ein neues Spiel. Ich habe das andere gerade mal gelöscht. Das heißt, wir nennen das WZS INC. Nehmen wir es jetzt einfach mal. Und sagen wir fortsetzen. Jetzt Letters. Es lädt. Den Ladebildschirm habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, Budget, Transaktionen. Wir werden jetzt erstmal, dadurch, dass ich schon ein bisschen angefangen habe, müssen wir erstmal, weil ich aktuell kein Geld haben, erstmal einen Kredit aufnehmen. Um halt etwas Geld zu zahlen. Dann gucken wir uns mal kurz die E-Mails an. Hallöle. Hallöle. Ja, was werden wir machen? Das hier ist unsere Fabrik. Unsere. Wie sollen wir es genau nennen? Unsere Rick ist übertrieben, aber unsere Firma. Das hier, dieser leere Kasten. Den werden wir jetzt füllen mit Mitarbeitern, mit Mitarbeitern, mit Schreibtischen. Bevor wir aber Mitarbeiter einstellen, müssen wir erstmal nach Mitarbeiter suchen. Das heißt, wir gehen hier auf Angestellte. Einstellungsprozess. Was haben wir? Wir wollen jetzt Entwickler. Wir können hier noch nichts aufnehmen, weil wir Stufe 0 sind. Aktuell noch. Das heißt, Einstellungsprozess beginnen. Das dauert jetzt. Ich denke mal, wir könnten uns schon mal eigentlich 2, 3 Schreibtische kaufen. Weil brauchen tun wir die auf jeden Fall. Ich würde dann vorschlagen. Ach ja. Ich denke mal, 3 brauchen wir auf jeden Fall. Weil ich möchte gerne erstmal 2 Programmierer am Anfang haben. Und ja, das heißt, wir werden jetzt ein bisschen vorspulen, um halt ein paar Mitarbeiter zu bekommen, weil wir erstmal Einstellungsphase haben. Das heißt, wir haben jetzt schon richtig Geld ausgegeben für Tische, für Mitarbeiter, die wir aktuell noch nicht haben. Angestellte, Kandidaten, Suche, ist halt noch dabei. Ja, ich würde dann sagen, das heißt, wir warten jetzt erstmal, oder wir müssen warten, weil wir aktuell ja nichts machen können ohne Mitarbeiter. Das ist aktuell noch so eine Kleinigkeit. Mitbewerber haben wir hier auch noch Firmen. YouTube. Facebook, Twitter, Amazon, eBay. Großplattform. Aha, was das ist hier, weiß ich auch noch nicht ganz. Eins ist, was mich wundert, dass wir keine Mitarbeiter bekommen. Das heißt, wir suchen jetzt auch nochmal nach einem Betriebsleiter. Vielleicht finden wir da was. Ah, ein Betriebsleiter hat sich beworben. Schön. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Reihenfolge. Wir haben jetzt Betriebsleiter.
Wir warten jetzt noch mal kurz. Vielleicht kommt da ja doch noch einer, der etwas besser ist, also ein paar mehr Prozent hat. Das heißt, wir warten jetzt einfach noch ein bisschen. Ja, ich denke mal, wir können da bis morgen früh wahrscheinlich wohl warten. Jetzt ist Nacht, da bewirbt sich eh keiner. Wer arbeitet schon freiwillig nachts? Ja, 20 Uhr. Jetzt heißt es halt einfach Schnellvorspulung, Tag 2. Geld, Money. Also, wir können dann hier gucken, wie viele Stufen wir noch haben, Arbeitsplätze, Aufträge und so weiter. Das können wir alles ganz gut übersehen. Nachrichten, alle Mails. Kandidaten 5 Stunden noch. 4, 3, 2. Ach, scheiß drauf. Jetzt gucken wir noch nach Entwickler, weil ohne Entwickler bringt uns der ganze Show hier nichts. Ach, da hat sich einer beworben. Da haben sich direkt mehrere. Das hier können wir schon mal den reinpacken. Zack. So. Kandidaten. Ich möchte zwei relativ hohe. Das heißt, ich stelle jetzt den erst schon mal ein. Auswahl. Und dann können wir hier jetzt aussuchen, was wir kaufen. Also, ich muss das erstmal hier erwerben. Zum Beispiel die Verschlüsselungskomplemente. UI-Komponente. Backend-Komponente, Netzwerkkomponente, Datenbankkomponente und so weiter. Das heißt, ich bestätige die jetzt einfach, dann nochmal draufklicken, dass er anfängt zu arbeiten. Und ich möchte gerne gucken, was haben wir noch an Kandidaten bekommen? 120er. 123. Stellen wir den auch noch ein. Na, der Programmierer fängt jetzt an, Datenbanken zu programmieren. Hat sich beworben. Was bewirbt sich denn noch gerade? 20. Komm. Geiz ist geil. Wir haben es ja. Das heißt, gibt es hier noch einen. Das heißt, das heißt, der kann diese WLAN-Komponente hier mal jetzt programmieren. Untätig. Warum ist er untätig? So. Das Datenbankprogrammieren geht relativ zügig. Oder der ist einfach nur unheimlich schnell. Wahrscheinlich. Was haben wir? Ah, jetzt ist Nacht. Der ist noch untätig, weil ich erst kurz ein bisschen warten möchte, bis wir ein bisschen was auf Lager haben an Komponenten. Damit ich auch sagen kann, hier, komm, jetzt können wir hier richtig rauskloppen. Nacht, da passiert, aber wir können auch zum nächsten Tagesanfang wieder anspr hinspringen. Untätig. Die sind echt zügig. Das heißt, wir lassen uns jetzt auch mal nach einem Auftrag suchen. Vielleicht findet der eins. Na, am nächsten Tag, also Tage gehen hier echt rasend schnell vorbei. Das heißt, am ein Schlückchen trinken geht nicht. Untätig. Untätig geht ja mal gar nicht. Was kann er denn sonst noch programmieren? Er kann mir das noch machen. Level 2. Designer. Wir können das auch noch einen Designer einstellen. Damit warte ich jetzt aber noch mal kurz. Du hast Tier 2 erreicht. Das ist doch schön. Suche nach neuem Auftrag. Angebote. Was haben wir denn da? Auftrag annehmen. Close. Das heißt, wir haben unser erstes Geld gemacht. Eigentlich können wir mal nach dem Designer suchen. Und die sind echt schnell, da musst du echt hinterher sein. Das ist halt schade, dass das Spiel nicht ab und zu mal ein bisschen pausiert. Denn wenn du hier jetzt so ein bisschen hier am Thiessen und Thusen bist, Designer 145. Ja. Jetzt sehen wir noch ein Arbeitsplätzchen gönnen.
So, also jetzt haben wir Nacht. Nachts arbeitet kein Mensch. Ja, und dann haben wir halt jetzt hier die Möglichkeit, ganz viele Sachen zu erfinden und so weiter halt. Also, hat sich beworben. Ja, ich will aktuell keinen mehr. Das reicht mir aktuell so. So, Tagesordnung. Also wird auf Dauer ein ganz schönes Klickspiel. Witzig, was ich auch gar nicht schlimm finde. Was haben wir hier? Wir haben einen neuen Auftrag. Was haben wir denn Schönes? Das und das. Wir haben beides. Hohe Dringlichkeit. 3.500. Also knappe 4.000 jetzt dafür bekommen. Oh, Glückwunsch. Glückwunsch zum erreichten Stufe 3. Das geht richtig schnell hier. Manager. Das geht ja richtig schnell bei uns hier gerade. Das heißt, der sucht suche nach neuen Auftrag. Der arbeitet, der arbeitet, der arbeitet. Das heißt, wir können weiterlaufen lassen. Zeit. Der arbeitet nicht. Was produziert er mir jetzt? Produziert noch diese Verschlüsselungskomponente. Alle am Arbeiten. So muss das. Geld muss fließen. Wo wir aktuell kaum Geld verdienen. Also, ich hoffe, wir schaffen den ersten Tag. Untätig. Untätig geht ja gar nicht. Dann produziert er mir jetzt davon ein paar. Erstmal hier gucken, dass der wieder ans Toch kommt. Und wir haben wieder ein Angebot. Das ist gut, wenn ich das einfach so rausklicken kann, wenn das einfach so war. Fertig, so was brauchen wir. Tätig. Such mal nach einem Auftrag. Tätig. Geht ja gar nicht. UI-Komponente. Richtig schön, weil wir einfach so rausklicken können. Close. Es ist ja irgendwie so richtig so, boah, ab geht's, Zeit des Gelds in etwa. Du suchst mir nochmal einen neuen Auftrag. Du Programm, machst jetzt mir davon mal was weiter. Und wir könnten jetzt dadurch halt einfach unsere komplette Firma in neue Gebäude setzen, wo wir halt doppelt oder wenn nicht sogar dreifach so viele Leute hinsetzen können. Wir haben auch hier eine bestimmte Anzahl von Mitarbeitern, die wir einstellen können. Oder bestimmte Anzahl an Schreibtischen. Auftrag, 2000 ist doch gut. Untätig geht gar nicht. Das Einzige, was mir halt noch so ein bisschen ist, dass die mit teilweise ein bisschen zu schnell sind, weil es ist jetzt hier halt einfach nur ein reines Click-Game. Was ich aber gut finde. Also ich muss sagen, ich mag sowas. So, jetzt schalten wir dem auch noch mal das frei. Einzige nachts ist, können wir noch ein bisschen entspannen. Ja, und das ist. No. Ich finde halt einfach so Spiele geil. So halt einfach sein Imperium aufbauen. Und das wird nachher richtig interessant. Also wenn wir weiterspielen, das kann sein, dass ich mal offline mal ein, zwei Stündchen weiterspiele oder eine Stunde weiterspiele, bevor ich euch die nächste Aufnahme zeige. Weil es halt hier so viel zu entdecken gibt, wo es halt aktuell so ist, dass man halt erstmal, dass ich erstmal Zeit rein investieren muss, um euch auch wirklich richtig was zu zeigen. Und das ist halt so, das dauert halt einfach seine Zeit. Und deswegen kann es einfach sein, dass ich halt mal offline mal ein Stündchen spiele und so, bis ich dann mal wirklich was richtig Neues, Geiles habe.
Oder mich auch in neue Gewässer begebe. Annahme. 3.500 und tschüss. Close. Schließen. Du suchst nach einem neuen Auftrag. Du programmierst mir noch das WLAN. Sieht aus wie so ein WLAN-Modul. Du programmierst noch, mir noch so einen Schlüssel. Du machst mir noch so eine Karte fertig. Und du, dich schalten wir jetzt nochmal auf die untätig. Untätig geht gar nicht. Also wenn ich jetzt, ich produziere gerade einfach mal so ein bisschen auf, was ich habe, habe ich. Das heißt, es kann dann einfach schon mal. Achso, neuer Tag. Boah, ich folge schwer. Wobei, 15 Minuten um. Was haben wir geschafft? Wir haben gut viel geschafft. Das heißt, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Folge geht heute noch online. Ich hoffe, dass die gegen 14, 15 Uhr kommt. 14 Uhr schaffe ich nicht mehr. In 3 Minuten ist 14 Uhr, das schaffe ich nicht. 16, 17 Uhr hoffe ich, dass die kommt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Der Daumen natürlich schön und wir sehen uns zur nächsten Folge und das morgen 12 Uhr wieder. Bis dann. Danke. Ciao.